So, Freunde, jetzt werden wir mal kurz zusammen ein Ventil rausholen. Und das ist nämlich das, was auch sehr, sehr verölt war. Das möchte ich jetzt mal rausdrücken. Und natürlich wieder neue Schaftdichtungen einbauen. Die anderen hier habe ich schon soweit fertig gemacht. Ist alleine eine Schweinearbeit. Zum Glück habe ich ein bisschen Hilfe bekommen. So, einen habe ich schon hier. Ein Keil. Der zweite. Will jetzt natürlich wieder mal nicht, oder? Nee. Na komm, Baby. So, jetzt habe ich beide. Okay. Teller raus, Feder raus. So, dann muss ich mit der Zange extra dafür, hole ich jetzt den alten Kollegen raus, den alte Schaftdichtung. So, und die ist meiner Meinung nach einer derjenigen, die hauptsächlich ja, das Öl durchgelassen haben. Kann man jetzt irgendwie ein bisschen schwer erkennen. Hart, hart ist er auf jeden Fall. Okay, aber am Ventil unten, da sieht man deutlich. Also deswegen auch meine Annahme, dass das undicht ist. Wobei ich könnte den anderen auch noch rausholen. Dann kann ich beide Ventile von dem Zylinder rausholen. Abgasseitig, auslassseitig. Und dann kann man das nochmal deutlich sehen, denke ich mal. Doch, das mache ich. Dann hole ich nämlich beide Ventile raus und dann kann man das sich direkt anschauen. So. Ja, das ist natürlich schweineeng. Boah, das ist richtig eng. Hier mit der Vakuumpumpe noch. So, da haben wir ein. Und zwei. Gut, das war jetzt okay. So, dann hole ich das auch raus. Schaftdichtung. Die kann man übrigens durchdrehen, so ein bisschen lockern. So. So, da sieht man jetzt auch nicht wirklich viel. Gut, aber jetzt hole ich beide Ventile raus. Und zwar drehe ich dazu den ganzen Kopf. Und dann kommen sie auch schon rausgeflutscht da unten. So, das ist der eine und der zweite. So, und jetzt sieht man noch mal ganz deutlich, wer von den beiden richtig Öl verbrannt hat. Obwohl die nebeneinander sind, ja, sieht man hier richtig die Ölkruste. Und hier sieht man ganz saubere Verbrennung. Also das heißt wirklich, die Annahme mit der Schaftdichtung ist hier 100%. Sehr gut. Und in der Brennkammer, ja, was der Teller an sich, der ja in der Brennkammer, in die Brennkammer reinguckt, ist sauber. Ja, also hier ist die Verbrennung gut. Und hier, wie gesagt, nochmal im Vergleich. Hell, dunkel, beziehungsweise krustig. Ist ein richtig Ölkohle drauf. Joa, Schaftdichtung kommt jetzt wieder neu. Das sind jetzt auch die letzten beiden im Päckchen. Man hier sieht, alle anderen sind weg. Joa, ich melde mich, sobald ich hier fertig bin, dann drehen wir auch noch mal den Kopf um und schauen uns noch mal alles ganz genau an. So, bei den anderen auch, vor allen Dingen hier ganz nötig, geht das erstmal schön ins Becken rein. Übrigens, Leute, 10% aktuell immer noch in meinem Shop Rabatt. 10% Gutschein DUIT21, der Code. Oh, hier habe ich schon schön aufgewärmt. Also ihr könnt links, bevor das Bad benutzt, natürlich die Temperatur hochfahren, stellt den Wert ein, drückt auf Einschalten. Der ist jetzt natürlich wieder am Sinken. So, da heizt er auf, bis die Zahl erreicht ist und dann hört er auf. Ja, hier stellen wir die Zeit ein. Ich würde sagen, 20 Minuten lassen wir den mal laufen. Drin ist, wie bei jeder Bestellung auch dabei, das X-Rost 7. So, packen wir das hier rein, ja, also so sieht es aus. Und dann gucken wir gleich mal,
wie schön blank der wieder rauskommt. Alles klar, dann würde ich sagen, let's do it. Jawohl. Ich bin gespannt, ich hoffe ihr auch. Ach, qualmt schön. Ich habe mir extra die Matte hier hingelegt. Übrigens, diese Matten gibt es bald bei mir im Shop auch. Die Matten sind nämlich sehr, sehr saugfähig. Das hier ist für Öl vor allen Dingen sehr gut. Und das hier ist sehr gut für andere Flüssigkeiten. Gut, jetzt können wir hier das Ding rausnehmen. Oh, oh, das sieht schon lecker. Oh, ich habe mal Geld reingelegt zum Testen. So, ein bisschen, ablüften lassen, trocknen lassen. Boah. Wird schon richtig blank, aber die Kohle ist so dick. Warte, ich mache mal ein bisschen trocken. Das Licht ist hier ein bisschen schlecht. Einen Moment, ich hole mal Licht. So, ach, schaut es euch an, wie schön sauber der den schon gemacht hat. Na, Fokus hier. Krass, wenn ich überlege, wie das vorher aussah. Und das sind 20 Minuten. Ich denke mal, ich lasse den nochmal 20 Minuten drin, weil da sieht man schon, wie er da anfängt, das Blanke rauszuholen. Ja, ich glaube, ich mache es lieber so. Ja, hier ist besseres Licht. So. Da sieht man es nochmal ganz deutlich, wie blank das wird. Ja, ich denke, ich lasse den noch ein paar Mal drin. Ein paar Minuten drin. Und hier sieht man auch genau, wo der Ring undicht war. Da trägt er auch schon ab. Die dicke Schicht ist schon weg. Ja, super. Wie sieht der aus? Und von unten richtig schön sauber geworden. Zap. Das sieht doch schon ganz anders aus. Aber wie gesagt, bei gewissen Beständen bzw. Rückständen hier muss natürlich das Ganze ein bisschen länger laufen, ist ja logisch. Wir können jetzt auch keine Wunder erwarten der kurzen Zeit. Dann würde ich sagen, lassen wir nochmal 20 Minuten laufen.
Hey, yo, Freunde, euer Mr. Druid mit dem Käffchen in der Hand. Ich grüße euch, Prösterchen. Ja, jetzt werde ich mein Getränk natürlich teilen mit, ja, einige werden sagen, oh nein, nicht der auch noch. Y-Food, genau. Ich habe das erste Mal jetzt probiert, hier Banane. Schmeckt hammergeil, muss ich echt zugeben. Und für mich ist auch, aber guckt jetzt in circa, ich denke mal so, in circa 60 Minuten wird noch ein Video von mir hochgeladen. Und ja, womit fange ich jetzt eigentlich an? Ihr habt ja schon einiges gesehen, was ich so gemacht habe, aber jetzt wollte ich noch mal so einen Abschluss drehen. Und gerade eben ist auch das Gerät fertig geworden, es blinkt noch. Da habe ich noch ein paar Sachen reingeschmissen von unserem BMW. Ja, da qualmt es noch. Übrigens immer noch der Rabattcode DUIT21, um hier noch mal einen Schnapper zu machen bis zum 5. April. Ach ja, die kommen ja wie neu raus hier, zack. Geil. Da haben wir nämlich hier diese Platte, das war Hitzeschutzblech. Schaut euch das an. Ihr wisst selber, wie grausam dreckig das alles war. Die Schrauben, die unsere Kappen hier ab zum Abdichten, wo wir an die ja, Schrauben von unserer Gleitschiene kommen. Ach, sieht wie neu aus. Schaut. Und wenn es jetzt trocknet, sieht es noch geiler aus. Das waren hier die Schrauben vom, ja, vom, von der Kurbelwelle, genau. So, das Gerät mache ich jetzt mal aus. Zack, hat genug vorgeheizt. Hammergeil, der Bügel sieht auch wieder wie neu aus. Ja, ich hatte hier ja den Zylinderkopf fertig gemacht. Jetzt kann man nochmal hier gucken. Ja, wie, ja, wie genial der geworden ist. Richtig schön sauber. Die Brocken hier, die kamen übrigens raus von dem Zylinder mit der Ventilschaftdichtung, die defekt war, ja. Die Ventilschaftdichtungen. Ich habe auch die Hydros hier mal ausgebaut, ne? Es liegt also noch mehr auf dem Tisch. Ventilschaftdichtungen sind alle draußen. Ich habe mir jetzt auch nicht die Mühe gemacht und das Öl abgewischt oder so. Auch hier die Seite ist ja im Grunde genommen die Seite, die man auch sofort sieht, wenn man das Auto jetzt, ne, beziehungsweise die Motorhaube öffnet. Also man guckt hier direkt drauf, ja. Auch da drin habe ich das EM30 reingesprüht und lasse es jetzt mal über Nacht einwirken. Das ist nämlich... wie im Video auch oft gesehen jetzt, das EM30 ist ja zum Reinigen von solchen Verkokungen. Und ich habe mir hier nochmal, bin ich mir sicher gegangen, dass auch wirklich alles picobello sauber ist und dass keine Schäden irgendwo sind an dem Einlass- oder Auslassventil. Aber wie man hier sieht, ist jedes Ventil in Ordnung, wunderbar. Das eine ist heller als die anderen, weil das natürlich auch in der Wanne war. Da war ja so viel Kohle drin. Das ist auch perfekt geworden. Ja, jetzt fehlt eigentlich nur noch, dass ich den Motor umdrehe und ja, den Motor jetzt dann sozusagen mit der neuen Zylinderkopfdichtung wieder einbaue. Die ganzen Sachen, die da liegen, alter Belli, das ist heavy, 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 heavy. Das wird, warum das Motoröl hier auf dem Tisch liegt, weiß ich auch nicht, egal. Das muss alles wieder rein, auch das hier von unserer Wasserpumpe mit dem Thermostat, richtig schön sauber geworden, guckt es euch an. Ihr wisst selber beim Ausbau, wie siffig das Ganze war. Das Zahnritzel hier, das kommt auch neu, ist ja logisch. Die Wasserpumpe, die packe ich gar nicht erst an, die kommt im Müll. Die ist ja jetzt, wie gesagt, auch, die kommt ja neu, die ist da hinten in dem SKF-Paket drin. Das Teil mache ich noch sauber. Genau, das mache ich noch sauber, das ist gekoppelt. Hier, da war überall so ein Schmand drauf. Überall, unter anderem auch hier. Aber, ja, wie gesagt, ich möchte, dass, wenn der Motor zusammengebaut ist, natürlich alles wieder glänzt, ja. Oh, hier die Waage liegt. Warum hier die Waage steht, das werden wir... Man wird mich auch in circa 60 Minuten oberkörperfrei sehen. Also nicht komplett, aber so ein bisschen. Seid also gespannt. Cool. Cool ist, dass wir jetzt an diesem Punkt angekommen sind. Ich muss noch die Ölwanne abnehmen, ist ja klar. Und dann alles rausfischen, was da ist. Mir das Sieb natürlich ansehen. Nicht, dass dort etwas schon irgendwo vorhängt und dafür sorgt, dass unser Öl nicht mehr schnell genug dahin kommt, wo es hingehört. Joa. Dann würde ich sagen, ist an dieser Stelle erstmal das Video vorbei. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Es geht jetzt, wie gesagt, Schritt für Schritt weiter. Am Montag kommt die Ölwanddichtung. Ja, passt schon. Euer Mr. Druid, bis morgen, bis dann. Ciao.